Was ist der Unterschied zwischen Compendium und PharmaVista? Die sehen beide sehr ähnlich aus, basieren auf der genau gleichen Oberfläche und die Datenbank ist genau die gleiche. Der grosse Unterschied ist, dass in compendium.ch nur Arzneimittel publiziert werden, die eine Fachinformation und/oder eine Patientinformation haben. Das ist sicher der grosse Unterschied. Beim PharmaVista haben wir nämlich zu den Arzneimitteln haben wir zusätzlich Parapharmazeutika, Kosmetika und Diätetika. Also man kann sagen, alles, was ein Pharmakode hat, das bei uns referenziert ist, wird im PharmaVista angezeigt. Dann haben wir zu den Produktdaten haben wir auch Artikelinformationen. Das ist auch nur im PharmaVista. Das sehen wir dann, was das genau ist. Dann haben wir zur Zulassungsinhaberin haben wir Hersteller und Lieferant. Die internationalen Fertigarzneimittel, die kennen wir schon von vorher. Und die Stoffliste von der ACTA-Datenbank, die wir auch schon vorher im alten PharmaVista hatten. Gut, jetzt würde ich wechseln auf das PharmaVista. Wir machen hier eine Live-Demo. Ich mache hier nicht Folien zeigen, sondern ich will hier mit Beispielen arbeiten. Da haben wir die Startseite vom PharmaVista. Und da sehen wir einerseits mal den Überblick von der aktuellsten News. Hier auf der ersten Seite. Dann haben wir ganz wichtig das Suchfeld direkt auf der Startseite. Also es ist ganz gäbig, ich kann heute das PharmaVista auftun und dann kann ich schon eine Suche starten. Und diese Suche, die sucht in der Schweiz. Also nach Arzneimittel oder nach Parapharmazie. Dann haben wir hier auf der linken Seite die unterschiedlichen Module. Und dort, wo ich bin, das ist immer blau markiert. Wir gehen hier nachher einzeln durch. Die gehen wir ein bisschen mehr ins Detail und andere tun euch einfach kurz erklären, was dort drin enthalten ist. Dann haben wir hier einen Hilfe-Button. Das sehen wir am Schluss, was das beinhaltet. Und das ist schnell zugegriffen, wenn ich etwas nicht mehr finde, wo ich nicht weiss, wo ist jetzt das abgelegt, kann ich hier direkt draufklicken und dann komme ich in das entsprechende Modul hinein. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Suchfunktion, also die Lupe bedeutet, ich will etwas suchen. Das Plus heisst, ich will eine strukturierte Suche machen. Das sehen wir dann später. Und der Papierkorb ist klar, der will die bestehende Suche löschen. Jetzt gehe ich zuerst mal ins Modul News. Klicke da drauf. Und dann haben wir heute ganz unterschiedliche Rubriken. Im alten PharmaVista haben wir einfach Top News und heute haben wir weitere Rubriken wie Arzneimittelsicherheit, Innovation, Produkt Plus, Markt, Chargenrückrufe und so weiter. Ich gehe jetzt hier nicht auf die einzelnen Details ein. Wir haben in der Hilfefunktion haben wir eine Erklärung zu den einzelnen News. Das zeige ich euch, wo ihr das findet. Allgemein gilt, wenn ihr so in einer Rubrik hinten seid, wenn ihr weitere Informationen wollt, dann klickt ihr einfach hier auf das blau markierte, auf einen blau markierten Text. Dann kommt ihr nämlich zu den Detailinformationen und ihr seht hier gerade, die News sind mit dem Produkt verknüpft. Also natürlich, wenn möglich, werden alle News mit dem Produkt verknüpft. Das ist gäbig, weil wenn ich auf einem Produkt bin, nachher in den Schweizer Spezialitäten, sehe ich auch, welche News zu diesem Produkt sind publiziert worden. Ich werde noch mal kurz das Tab Suche erklären. Wenn ich da innen etwas suche, dann sucht es mir über alle Rubriken. Es ist nicht nur in der Doc News oder irgendeiner Rubrik, sondern es sucht überall und zeigt mir alle Resultate an. Wenn ich jetzt hier Avastin eingebe, dann sehe ich, aha, das findet mir 16 News. Und dann habe ich hier nachher aufgelistet nach Kategorie. Also es zeigt mir an, wo ich jetzt eine News finde mit Avastin. Und dann kann ich entsprechend nachher reinklicken. Mich interessiert jetzt Doc News zum Beispiel. Klicke drauf und dann zeigt es mir nur noch Doc News an. Wenn ich das wieder rausnehmen will, den Filter, klicke ich einfach wieder da drauf und dann habe ich wieder alle.
Ich kann auch sagen, geben wir alle, die nicht älter sind als 2 Jahre, oder alle, die älter sind als 2 Jahre. Je nachdem natürlich, was es findet. Das ist kurz erklärt die Rubrik News. Dann schauen wir uns das Register an. Im Register kennt ihr sicher schon Paare, weil das sind ja zum Teil sind die auch im alten Pharmavista, zum Beispiel der Sortimentscode, der ATC-Code, Index Therapeuticus. Neu ist dazugekommen das therapeutische Register, das haben wir hier am Anfang. Und auch hier, ihr seht immer das, was blau markiert ist, in diesem Tab bin ich. Wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr seid, könnt ihr einfach schauen, was ist blau markiert, und dann seht ihr, aha, jetzt bin ich im therapeutischen Register. Und hier kann ich jetzt einen Begriff eingeben. Also ich suche mal nach Antidepressiva. Und dann habe ich hier das therapeutische Register und die Register, also das therapeutische Register, der ATC-Code, der Index Therapeuticus, die funktionieren alle gleich. Ich kann einen Suchbegriff eingeben und kann hier nachher über die Lupe weitersuchen in die Schweiz. Das sehen wir dann noch. Wir machen später ein Beispiel mit dem ATC-Code, wie das genau funktioniert. Ich kann einen Begriff eingeben oder ich kann mich natürlich durch das Register klicken. Und so komme ich immer eine Stufe tiefer. Neu haben wir jetzt im PharmaVista Substanzregister. Das sind die Schweizer Substanzen, die verknüpft sind mit den Schweizer Spezialitäten. Also da suchen wir mal nach Johanniskraut. Und dann habe ich hier auch wieder den Hauptstoff, Johanniskraut, und kann wieder mit der Lupe direkt in die Schweiz weiterklicken. Neu dazugekommen ist auch das Firmenregister. Das ist für alle Arzneimittel, die Swissmedic zugelassen sind, also von den Zulassungsinhaberinnen. Da kann ich auch suchen, Novartis zum Beispiel. Klicke auf Novartis Pharma Schweiz. Und dann zeigt es mir hier auf der rechten Seite mal die Informationen zur Zulassungsinhaberin. Und ich habe zusätzlich Produkte aufgelistet, die die Firma bei uns referenziert hat. So kann man über ein Firmenregister auch ein Produkt suchen. Dann kurz zum Sortimentscode noch. Den haben wir ja schon gehabt, aber vielleicht kennt ihr den noch nicht so gut. Der Sortimentscode wird ja jedem Artikel zugeteilt. Und der Sortimentscode dient dazu, Artikel mit dem gleichen Verwendungszweck zu finden. Und ihr seht, bei den Arzneimitteln hier ist das nicht so spannend. Alle Listen A zum Beispiel sind im Sortimentscode 01, alle B im Sortimentscode 02 zugeteilt. Und das macht hier nicht wirklich Sinn. Ich kenne jetzt keinen Fall, wo man alle Arzneimittel aus der Liste A haben will. Das macht erst Sinn oder ist spannend bei der Parapharmazie. Und hier haben wir ab dem Sortimentscode 19 haben wir Parapharmazieartikel, weil dort ist es ja immer schwierig, wenn ich etwas nicht so gut kenne. Und Parapharmazie hat ja auch keine, oder meistens keine Zusammensetzungen, hat keine Indikation, also hat nicht so strukturierte Informationen wie ein Arzneimittel. Dann kann ich darüber nachher suchen. Das sehen wir ja auch später, wenn wir Parapharmazie-Beispiel machen. Und dann haben wir noch das Websortiment, das ist so ein bisschen eine Kategorisierung nach Konsumentensicht. Das wäre jetzt das Register gewesen. Jetzt kann ich ins Modul Suche. Das ist sicher ganz ein wichtiges Modul für euch, Schweizer Spezialitäten. Und ihr seht hier das Suchfeld. Das Suchfeld und das Suchfeld, das ihr habt auf der Startseite, da kommt ihr genau ins gleiche Ort her. Egal, ob ihr von der Startseite aus sucht oder hier im Modul Suche, ihr sucht hier einfach Schweizer Produkte. Ich werde euch hier noch kurz die Tabs oben erklären, die im Modul Suche verfügbar sind. Einerseits die Denta. Die Denta, da kann ich nach optischen Eigenschaften suchen. Also wenn ihr mal
eine Tablette habt oder nicht wisst, was es ist, dann könnt ihr nach dieser Beschreibung, nach dieser Tablette, könnt ihr suchen. Also die hat zum Beispiel eine Bruchrille. Dann kann ich die Farbe sagen, also die ist beispielsweise rot. Dann kann ich noch die geometrische Form auswählen. Ich nehme jetzt da mal die Sonderform. Ich könnte noch Länge angeben, je nachdem. Und dann listet man die festen Formen auf natürlich. Flüssige können wir so nicht beschreiben. Die festen Formen, die jetzt den Kriterien, die ich hier eingebe, entsprechen. Und dann kann ich auch die Tabletten noch vergrössern oder je nachdem, was es ist, versichert sein, aha, das ist genau das. Das ist die Denta. Jetzt gehen wir zu den Favoriten. Ich kann im Produktdetail sagen, ob ich ein Arzneimittel auf dieser Favoritenliste habe. Und das sind jetzt meine Favoriten, die ich habe gesetzt habe. Ich zeige euch dann später, wie ihr das könnt machen könnt. Dann haben wir das Tagverlauf. Da habe ich meine letzten Suchen, was ich zuletzt eingegeben habe, angeschaut habe. Und dann habe ich noch das Tab International, das schauen wir später an, das sind die internationalen Fertigarzneimittel. Jetzt gehe ich zurück auf Produkte. Da können wir ja nach ganz unterschiedlichen Kriterien suchen. Also, ihr könnt nach Artikelnummer, ihr könnt nach Wirkstoff, nach Indikation und so weiter. Und das ist eine Volltextsuche. Also, wenn ich da einen Begriff eingebe, dann sucht es mir überall in allen Texten. Ich gebe jetzt da mal Atorvastatin. Und ihr seht, das ist ganz gäbig, es zeigt mir schon Resultate an. Also, es zeigt mir schon Sachen an, die mit Atorvastatin vorkommen. Ich kann einerseits hier direkt schon ein Produkt auswählen oder ich kann hier schauen, was gibt es für Monopräparat oder was gibt es für Kombipräparat, wo der Begriff Atorvast vorkommt. Ich will jetzt nichts auswählen, ich klicke einfach Enter oder gehe hier auf Suchen-Icon und dann will ich schauen, was ich alles bekomme mit Atorvast. Das ist die Resultatenliste. Hier haben wir einerseits Produkte aufgelistet. Und ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wieso ist das nicht nach ABC? Das ist neu jetzt in PharmaVista, dass das nach Relevanz aufgelistet wird. Wenn ihr das umstellen wollt auf ABC, dann könnt ihr hier auf das Produkt klicken. Und dann habt ihr die Auflistung nach Alphabet. Jetzt haben wir hier Atorva Pfizer am Anfang und so geht es nachher weiter. Hier auf der linken Seite habt ihr schon erste Filter. Also da könnt ihr schon das Suchresultat, weil jetzt haben wir 97 Produkte, respektive 53, die angezeigt sind, weil der Filter im Handel ist defaultmässig schon gesetzt. Also das heisst, dass sie 44 weggefiltert, die Wasserhandel sind zum Beispiel. Und die wollte ich jetzt nicht einzeln anschauen, weil ich will jetzt einfach nur Generikas. Dann kann ich hier im Filter unter Rückerstattungskategorie kann ich sagen, gib mir alle Arzneimittel mit Atorvast, die in der SL sind und mit normalem Selbstbehalt, alle Generikas. Dann klicke ich da drauf und jetzt setzt mir den Filter. Und jetzt habe ich schon nur noch alle Generikas. Dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ich will alle teilbaren. Dann klicke ich da drauf und dann habe ich schon nur noch 12. 12 angezeigt. Da seht ihr immer, wie viele Produkte jetzt angezeigt werden. So kann ich die Sachen, das erste Resultat schon filtern und so komme ich schon ganz schnell zum Weiter oder habe nicht mehr so viel zum Anschauen. Wenn ich den Filter rausnehmen will, kann ich dann hier unten einfach draufklicken oder respektive den Filter wegklicken. Oder ich tue hier wo ich gesetzt habe, tue ich einfach wieder draufklicken und dann ist er wieder weg. Und dann ist es wieder grau hinterlegt. Und dann habe ich wieder alle. Hier weiter sehen wir noch die Firma und die kleinste Packung jeweils aufgelistet. In der nächsten Spalte ist der Preis, der Publikumspreis inklusive Mehrwertsteuer, wenn es einen hat. Dann haben wir eine nächste Spalte mit der Abgabekategorie und Rückerstattung.
Hier kann ich direkt in die Fachinformation klicken über das Icon. Und hier kann ich eben schon sagen, tun wir das Produkt auf Favoritenliste. Ich kann das hier als Favorit markieren. Wenn ich das mache, dann wird es mehr dunkelblau. Über diese Icons hier kann ich den Detaillierungsgrad von dieser Ansicht ändern. Also ich kann sagen, ich will das Minimum, dann fallen mir da die Packungsinformationen weg. Oder ich will aber jetzt alles sehen, respektive ich will das Maximum sehen in dieser Ansicht. Dann habe ich hier auch gerade die übliche Dosierung angezeigt. Das ist gäbig, je nachdem, dann habe ich hier schon, dann muss ich nicht immer in Produkte hineinklicken, dann sehe ich hier schon die Dosierungen angezeigt. Defaultmässig ist das angezeigt, das mittlere, und das könnt ihr selbstständig umstellen. Jetzt gehen wir mal in ein Produkt hinein. Ich nehme hier das erste, Atorva Pfizer. Und jetzt sind wir auf dem Produkt, Atorva Pfizer Filmtabletten 10 mg. Alles, was blau hinterlegt ist, ist ein Link. Und wenn ich hier draufklicke zum Beispiel, dann komme ich nachher ins Register ATC-Code. Da komme ich ins Substanzregister. So kann ich hier die blau markierten Texte anklicken. Hier oben rechts habe ich auch noch eine Möglichkeit, ein Produkt auf Favoritenliste zu setzen. Da sehe ich jetzt, das ist schon drauf, das ist blau. Jetzt wollte ich das nicht mehr in meiner Favoritenliste, klicke ich einfach drauf und dann ist es wieder weg. Wenn ich hier drauf klicke, auf Medikation, ich mache jetzt das mal, dann geht es hier in die Medikation und das sehen wir dann später, wenn wir bei den Interaktionen sind, was genau passiert ist. Ich kann es auch noch drücken, die Ansicht, wenn ich das will. Wenn ich weiter runter scrolle, habe ich hier nachher Packungen. Die verfügbaren Packungen zu dem Atorva, 30 und 100 Stück. Und hier sehen wir jetzt, ich habe es erwähnt vorhin bei den News, Verknüpfung zu den News. Da habe ich auf dem Produkt selber gesehen, was für News sind geschrieben worden. Dann habe ich hier Zusatzinformationen gesehen, also ob etwas vermörserbar ist oder suspendierbar. Haben wir vorher schon gehabt im PharmaVista, das ist nicht neu. Jetzt möchte ich noch die Tabs da oben erklären, also Fachinfo, Patienteninfo, das muss ich glaube ich nicht wirklich erklären. Ihr könnt hier einfach die Sprache ändern. Also direkt auf dem Produkt könnt ihr nachher gerade in die andere Sprache hineinklicken. Das Tab Risiken, das ist eine tabellarische Darstellung von Risiken zu diesem Arzneimittel. Also jetzt haben wir hier, jetzt sind wir auf Atorva Pfizer und jetzt sehe ich, was für Risiken beinhaltet das Produkt. Und wenn ich nicht weiss, was das bedeutet, dann kann ich einfach drüber fahren und dann sehe ich, aha, das ist der Check der Arzneimittelinteraktionen, ich habe Nahrungsmittelinteraktionen und so weiter. Leberinsuffizienz, und die kann ich einzeln anklicken und schauen, was genau ist. Und wenn ich jetzt einen Leistungssportler habe, der wissen will, ob er das jetzt einnehmen kann, das Atorva Pfizer, dann gehe ich einfach auf den Check Doping hier, klicke drauf und dann sehe ich, aha, das ist nicht auf der Dopingliste gefunden worden. Wenn ich die Nahrungsmittelinteraktionen schaue, klicke ich da drauf und dann sehe ich, aha, da ist irgendetwas. Und kann hier noch weiter klicken. Und dann komme ich dann zu der Interaktionsmonografie. So kann ich hier die Risiken zum einzelnen Medikament anschauen. Das Tab Fotos, das erkläre ich nicht gross erklären, das haben wir vorher schon gehabt. Dann haben wir das Tab Ähnliche. Das Tab Ähnliche, darüber kann ich eine Substitution machen von einem Medikament. Mit dem alten PharmaVista hätte ihr das so machen können, dann seid ihr einfach über ATC-Code gegangen. Die Suche hier über Ähnliche ist immer noch auf dem ATC-Code basiert. Aber ich habe hier noch etwas detailliertere Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt wie vorher auf dem ATC-Code suche, dann klicke ich hier auf das Icon Substanz. Und dann bekomme ich alle
Arzneimittel, die dem ATC-Code zugeteilt sind. Und dann sehe ich, ich habe alles hier aufgelistet. Jetzt wollte ich aber vielleicht genau die gleiche galenische Form wie mein Produkt, das ich ausgewählt habe, nämlich Filmtabletten. Dann klicke ich hier auf Form. Und dann zeigt es mir schon nur noch alle Filmtabletten an. Und noch, ich kann es noch detaillierter machen. Ich kann nämlich sagen, ich will noch genau die gleiche Dosierung, also die 10 Milligramm. Weil ihr seht, jetzt habe ich 20, 40, 80 und so weiter. Ich will aber genau 10 Milligramm. Dann klicke ich hier auf Konzentration. Und dann habe ich nur noch alle 10 Milligramm. Also so kann ich selber nachher, je nachdem, weitersuchen, was ich genau habe. Mengenangaben, da kann ich rechnen. Also wenn jetzt mal etwas in Milligramm verschrieben ist, zum Beispiel, ich habe von der Rezept 1000 Milligramm Atorvastatin, wähle ich das aus. Und dann habt ihr gesehen, tut es mir hier schon rechnen, dann sehe ich gerade, ah, das sind 100 Stück, das sind 10 Blister und so weiter. Und es rechnet mir auch gerade den Preis aus. Das wären die Mengenangaben. Jetzt gehe ich zurück auf das Produkt, weil jetzt würde ich euch gerne noch die Artikeldetails zeigen. Wir haben hier Packungen, 30 und 100 Stück. Und wenn ich jetzt die Artikeldetails zur Packung 30 Stück anschaue, dann gehe ich hier rechts auf das Pfeili und klicke da drauf. Und jetzt sehen wir, jetzt bin ich hier auf dem Artikel. Und jetzt habe ich da artikelspezifische Informationen einerseits. Ich habe die Verkettungen, was mir anzeigt. Also ihr seht, das ist ein Generikum von Sortis. Es werden auch andere Verkettungen angezeigt, also Co-Marketing oder Biosimilar oder Arzneimittel mit bekanntem Wirkstoff. Hier sehe ich zum Beispiel, wo etwas außer Handel ist und das Ersatzprodukt angezeigt wird. Das habe ich immer auf dem Artikel, haben die Verkettungen. Dann habe ich Informationen zur Lagerung, zu den Ansprechpartnern, Preisinformationen und Swissmedic. Zum Beispiel, da sehe ich, wenn das ist zugelassen wurde. Wenn ich hier noch auf das Tab Verlauf klicke, dann habe ich hier die History der Preise zum Beispiel. Ich sehe, wenn das das letzte Mal eine Preiserhöhung gegeben hat. Oder andere Sachen, der Krankenkasse geht, ich kann schauen, wenn das ist, dass es in die Spezialitätenliste. Der Code 10 bedeutet, das ist Spezialitätenliste. Jetzt klicke ich zurück auf Artikel und jetzt will ich nämlich auf die Sortis. Ich kann hier direkt auf das Original klicken, Sortis, und jetzt sehen wir, jetzt sind wir hier gewechselt, Sortis Filmtabletten, und ich bin immer noch auf dem Artikel. Und jetzt sehe ich da alle Verkettungen. Ich habe jetzt hier Co-Marketing, ich habe Referenzpräparat und ich habe Generikas. Und wenn ich jetzt vom Sortis hier vom Artikel auf das Produkt will, zu der Monographie, dann muss ich das nicht neu suchen, dann klicke ich hier auf Produktnummern, da. Und voilà, jetzt bin ich auf dem Produkt Sortis mit der Monographie, was mir anzeigt. Jetzt will ich eine neue Suche machen, oder respektive will meine bestehende Suche, die ich ganz am Anfang gemacht habe, mit dem Atorvast, will ich abändern. Ich will einen anderen Filter setzen, ich will nicht Generikas angezeigt haben, ich will nämlich alle angezeigt haben. Dann kann ich hier im Modul darauf klicken, Suche. Und jetzt seht ihr meine ursprüngliche Suche, Atorvast. Und dann kann ich hier sagen, ich will alle Original zum Beispiel. So kann ich meine bestehende Suche, ohne dass ich muss neu starten muss, kann ich hier abändern oder etwas zusätzlich hinzufügen. Wenn ich eine neue Suche will, dann kann ich hier in dieser Ansicht auf den Papierkorb klicken. So, dann habe ich eine neue Suche. Oder ich klicke einfach auf Start. Dann habe ich immer eine neue Suche. Start gibt mir immer eine neue Suche, egal was ich vorher habe gesehen oder eingegeben. Das ist immer wieder ganz neu. Jetzt haben wir die
Volltextsuche gesehen. Jetzt möchte ich euch mal die strukturierte Suche zeigen, weil das ist nämlich bei Arzneimittel ganz gängig. Weil bei Arzneimittel habe ich ja meistens oder habe entweder eine Indikation oder eine Zusammensetzung oder in einer Firma oder was auch immer. Und dann empfehle ich euch, die strukturierte Suche zu machen. Weil dann kommt ihr viel schneller zum Ziel. Wenn ich jetzt die strukturierte Suche hier über das Produkt, über das Plus öffne, dann kann ich das Bild. Und dann kann ich hier beliebig weitere eingeben. Und jetzt kann ich hier nach diesen Rubriken suchen. Ich will nicht im Freitext suchen, weil dann sucht es mir in allen Texten. Das ist unter Umständen, habe ich nicht zu viel Resultat. Jetzt suchen wir mal ein Phytopräparat bei Einschlafschwierigkeiten ohne Baldrian in Tropfenform. Jetzt zeige ich euch, wie man das ganz schnell machen kann. Zuerst klicke ich mal auf die Indikation. Da suche ich nach Einschlaf. Und da dürft ihr also wirklich ein bisschen faul sein, weil ihr wisst ja nicht genau, wie es geschrieben ist. Einschlaf und dann will die Zusammensetzung kein Baldrian. Und ihr seht, ich suche Deutsch. Das kann man auch ja Deutsch suchen, der Wirkstoff. Latinisch funktioniert immer noch. Und jetzt, wenn ich das anschaue, sehe ich hier und. Aber ich will ja nicht und Baldrian, sondern ich will kein Baldrian in der Zusammensetzung. Das heisst, ich wähle hier nicht aus. Jetzt habe ich Indikation Einschlaf, nicht Zusammensetzung Baldrian. Dann möchte ich noch das Phytopräparat. Dann haben wir hier Produktgruppen gemäß Swissmedic. Da klicke ich drauf und wähle Phytotherapeutik aus. Und dann will ich ja noch in Tropfenform. Dann wähle ich hier die galenische Form, das ist noch nicht die detaillierte, wähle hier mal oral, flüssig und löslich aus. Und jetzt suchen wir mal. Jetzt habe ich hier schon mal ein überschaubares Resultat. Und ihr könnt neu jetzt die detaillierte galenische Form auswählen. Hier unter galenische Formen habe ich jetzt das aufklappen und dann sehe ich, aha, ich will einfach nur Tropfen, dann wähle ich das aus und dann habe ich nur noch die drei. Und jetzt ist wichtig, dass ihr das Resultat immer noch anschaut. PharmaVista ist ein System, das euch im Alltag unterstützt, aber ihr müsst immer noch schauen, stimmt das, was es jetzt anzeigt. Weil es kann sein, dass es mal einen Fehler drin hat oder dass es etwas nicht richtig anzeigt. Darum empfehle ich euch hier, wirklich ins Produkt hineinzuklicken, schauen, ja, das ist ein pflanzliches Sedativum, ja, das gibt Einschlafschwierigkeiten und in der Zusammensetzung hat kein Baldrian. Und so kann ich mich durch die Produkte durchklicken und kann die auch schön zu anschauen. Und das ist wirklich bei Arzneimittel, empfehle ich euch sehr, übt das mit dieser strukturierten Suche. Es ist viel gäbiger als im Freitext suchen. Jetzt würde ich noch kurz mal ins Register wechseln, weil wir wollen ja noch schnell das ATC, der ATC-Code anschauen, wie ich dort eine Suche mache und in die Schweiz komme. Ich klicke hier auf den ATC-Code und dann kann ich neu jetzt ja nach Begriff suchen. Also ich suche mal nach. Ich werde jetzt topische Antimykotika, da gebe ich einfach mal Antimykotika ein. Und dann komme ich schon in ATC-Code. Und dann sehe ich die verschiedenen Stufen. Das geht ja bis zur Substanz runter. Ich will jetzt aber nicht so weit runter. Ich will mal die topische Antimykotika angezeigt haben. Dann kann ich hier auf dieser Stufe auf die Lupe klicken. Dann komme ich in die Schweiz. Ihr seht hier, die Produkte Schweiz, wieder zur Orientierung. Und es hat mir die Suche gemacht über ATC-Code, den 01A. Und dann habe ich hier meine Produkte aufgelistet. Jetzt kann ich hier, durch das, dass ich wieder in der Schweiz bin, habe ich wieder Filter zur Verfügung. Weil jetzt will ich ein Monopräparat mit Swissmedic-Abgabekategorie D und in Form von Creme. Dann wähle ich hier mal Monopräparat aus. Wähle die Abgabekategorie und dann wähle ich noch die detaillierte galenische Form. Da sehen wir jetzt Creme. Und jetzt habe ich schon nur noch 12. Und das ist wieder sehr überschaubar. So könnt ihr
überall TC geht, nachher in die Schweiz gehen und weiter filtrieren. Das wäre es zu den Arzneimitteln. Jetzt würden wir noch kurz die Parapharmazie anschauen. Parapharmazie, wie schon gesagt, die haben nicht so strukturierte Informationen, die haben meistens nicht sehr viele Angaben und eben keine Indikation, keine Zusammensetzung. Und hier ist es meistens so, dass man halt im Freitext sucht. Ausser die an einem Markennamen, dann suche ich natürlich nach dem Namen und sonst würde ich hier einfach die Volltextsuche brauchen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Bauchbandage sucht, die nach Kaiserschnitt unterstützend wirkt, dann gebt ihr hier ein, Bauch, und auch da tut nicht zu viel schreiben. Das müsst ihr einfach ein bisschen üben. Bauch und Kaiserschnitt. Klickt Enter. Dann habt ihr schon mal ein Resultat und dann schaut ihr das mal an. Also ich sehe schon mal, das ist eine Bauch- und Leibbandage. Klickt rein und jetzt müsste ja irgendwo noch der Kaiserschnitt vorkommen. Wenn ich hier runterscrolle, sehe ich, es hat Produktinformationen und hier ist dann geschrieben, hilft nach dem Kaiserschnitt. So kann ich bei der Parapharmazie Sachen suchen über einen Volltext. Wenn wir jetzt ein Beispiel noch, vielleicht ein bisschen komplexeres, ich suche einen Ballonkatheter Charier 16, Nelatonspitze aus Silikon, dann mache ich das auch darüber, weil ich suche ja das alles im Freitext. Dann muss ich nicht extra hier noch die strukturierte Suche öffnen, weil das suche ich auch im Freitext. Dann kann ich einfach auf die Volltextsuche geben, mal ein Ballon. Und hier, Ballonkatheter ist immer anders geschrieben. Ein ist zusammen, ein ist auseinander, ein ist abgekürzt. Darum so wenig wie möglich. Dann haben wir die Charrière, das ist der Durchmesser. Dann will die Nelatonspitze und dann will dies noch Silikon. Machen Enter. Und das ist eine Und-Suche. Also, das gibt mir jetzt hier das Resultat an. Alle Artikel beinhalten alle diese Suchbegriffe. Es macht nicht ein Und-Oder, sondern wirklich eine Und-Suche. Und das ist sehr gebig. Und dann schaue ich mal so einen Ballonkatheter an. Da haben wir so eine typische Parapharmazie-Monografie, was mir anzeigt, wo ich hier einerseits den Sortimentscode habe und die Packung. Und dann sehe ich hier auch, das ist ein Miguel-Artikel. Wenn ich weitere Informationen will zur Miguel, dann muss ich auf einen Artikel gehen. Das heisst, ich klicke auch hier auf das Pfeil nach rechts. Und dann bin ich auf dem Artikel. Auch hier habe ich wieder Informationen zu den Ansprechpartnern und so weiter. Jetzt werde ich aber kurz da noch das Tab zeigen, Miguel. Jetzt bin ich nämlich auf dem Miguel, auf dieser Positionsnummer. Verweilkatheter, Latex mit Silikonmantel. Und da habe ich jetzt alle Artikel aufgelistet, die dem Miguel-Code zugeteilt sind. Wenn ich jetzt mal eben so einen Katheter suche und den habe ich vielleicht gerade nicht lager oder nicht verfügbar, dann kann ich so über einen Miguel-Code gehen und schauen, was gibt es für andere, die ich vielleicht lager habe und am Kopf abgeben. Das ist Miguel. Wenn jetzt machen wir noch kurz eine Suche über ein Sortimentscode, dass ihr das auch noch seht. Also ihr wollt jetzt ein Desinfektionsmittel, ein Flächendesinfektionsmittel, das viruzid wirkt. Das ist ein ziemlich aktuelles Thema. Da empfehle ich euch jetzt ein bekanntes Produkt zu suchen. Als Beispiel, Pantasept. Pantasept, mache Enter. Weil ich will nämlich alle Flächendesinfektionsmittel flüssig. Dann klicke ich hier in das Produkt hinein. Und dann kann ich hier über ein Sortimentscode, ich sehe da Desinfektionsmittel, Flächendesinfektion, flüssig, klicke auf die Stufe. Und dann seht ihr, jetzt bin ich im Sortimentscode. Und dann kann ich hier alle Flächendesinfektionsmittel flüssig auswählen. Wieder über die Lupe, dass ich wieder in die Schweiz komme und Filter habe, weil ich will ja alle, die viruzid wirken. Jetzt kann ich hier, da tut es mir automatisch die strukturierte Suche auf
habe ich hier Viruzid eingegeben. Viruzid. Mache Enter. Und jetzt habe ich alle Artikel, die diesem Sortiment zugeteilt sind und wo irgendwo Viruzid vorkommt. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass ich reinklicke, weil vielleicht steht ja noch immer, wirkt nicht Viruzid zum Beispiel. Dass ich sicher bin, dass es wirklich auch Viruzid wirkt, kann ich halt rasch lesen. Und dann sehe ich hier, aha, in der Beschreibung, in der Produktinformation, sehe ich, es wirkt begrenzt Viruzid. Und ich sehe auch gerade, gegen welche Viren dass es wirkt. Und wenn euch jetzt noch interessiert, bei den Chemikalien zum Beispiel, was für Gefahrenhinweise gibt, Gefahrensymbole, geht ihr wieder auf Artikel und dann habt ihr hier direkt angezählt, welche Gefahrenhinweise das erfasst sind. Und ihr habt auch den Link direkt zum Sicherheitsdatenblatt. Ihr könnt da draufklicken, es tut euch das PDF auf. Und dann könnt ihr das Sicherheitsdatenblatt ausdrucken und dem Kunden mitgeben, wie das notwendig ist. Ich habe im Sortimentscode, im Register, jetzt bin ich hier wieder auf das Register, Sortimentscode, ich kann auch hier direkt suchen. Also ich will eine Wundauflage mit Honig. Mal schauen, ob es das gibt. Dann gebe ich mal Wund ein und Honig. Voilà, jetzt sehe ich, ah, voilà, das gibt wirklich ein Sortimentscode für Wundauflagen Honig. Und dann kann ich hier wiederum, dass ich die Filter habe, vielleicht wollte ich ja noch irgendetwas weiter filtrieren, kann ich da wieder auf die Lupe klicken und dann komme ich direkt daher, wo ich kann sagen, das ist jetzt nicht so spannend, noch weiter zu filtrieren, aber ich habe hier nachher alle Produkte aufgelistet. Das wäre die Parapharmazie. Jetzt würde ich euch noch kurz die Stoffliste zeigen. Die Stoffliste, die basiert auf der ACTA-Datenbank Deutschland. Da kann ich nach Synonym suchen. Also wenn ihr jetzt etwas leset über Amphibutamon zum Beispiel, gebe ich das mal ein. Und dann sehe ich, aha, Amphibutamon, das ist ein Bupropion. Dann klicke ich mal da drin. Und dann habe ich die Informationen zur Substanz. Ich sehe auch Schmelzpunkt, Löslichkeit und so weiter. Und habe auch die Links in die Schweiz zum Beispiel. Ich kann hier direkt in die Schweiz klicken oder in die internationalen klicken. Wenn ich da drauf klicke, ich bin in der Substanz, in der ACTA-Datenbank, dann komme ich zuerst in die Substanz, in die Schweizer Substanzen. Und dann kann ich hier sagen, geben wir alle Produkte in der Schweiz. Und dann sind wir wieder hier, das kennen wir jetzt vom Produkt. Und dann habe ich hier die Zusammensetzung, tut es mir automatisch nach dem suchen und dann sehe ich, was es für Arzneimittel gibt in der Schweiz. So kann ich eine Suche machen über die Stoffliste von der ACTA-Datenbank. Jetzt gehen wir noch in die internationalen Fertigarzneimittel. Das ist hier im Modul Suche, international. Da suchen wir mal nach Berberin. Da möchte ich darauf hinweisen, das ist nämlich ganz gäbig. Berberin, da haben wir jetzt unterschiedliche Produkte aufgelistet. Und ihr seht hier ja auch der ATC-Code. Und jetzt seht ihr, aha, Achtung, da gibt es unterschiedliche ATC-Codes. Und dann muss ich natürlich den Kunden fragen, für was weht es genau, das Berberil? Da sagt er ja, das ist künstliche Tränenflüssigkeit zum Beispiel. Da weiss ich schon, aha, dann muss ich sicher eins von denen nehmen. Dann klicke ich mal da drauf. Und jetzt bin ich im internationalen Produkt mit den Informationen und sehe hier den Link in die Schweiz oder ich kann innerhalb von der internationalen Fertigarzneimittel weitersuchen. Aber jetzt interessiert mich natürlich, was gibt es in der Schweiz. Dann klicke ich da drauf. Und ich komme über das ATC-Register, weil ich suche über ATC-Code. Da sehen wir sind im Register, ATC-Code. Und dann kann ich hier wiederum weiter suchen. Und jetzt nehme ich natürlich die letzte Stufe, die künstliche Tränenflüssigkeit. Gehe hier auf die Lupe.
Und dann bin ich wieder in Schweiz, Produkte Schweiz. Und da kann ich dann wiederum weitersuchen. Den Filter setzen, schauen, gibt es hier auch das Generikum zum Beispiel. Ja, genau, dann klicke ich einfach das an und dann zeigt es mir nur noch das einzelne Produkt an. So kann ich von den internationalen über ATC go in die Schweiz suchen. Und das funktioniert auch so umgekehrt. Wenn ihr im ATC Code Register seid, hier, dann könnt ihr auch sagen, gib mir alle internationalen Fertigarzneimittel. Das ist neu im PharmaVista jetzt. Dann kann ich direkt hier auf die Weltkugel klicken und dann komme ich in die internationalen Fertigarzneimittel. Da sucht man natürlich auch über einen ATC Code. Hier. Und jetzt habe ich da ziemlich viele Resultate, weil ich suche einfach etwas in Spanien. Dann kann ich hier noch gerade das Land ergänzen. Klicke Enter und dann sehe ich, gibt es irgendetwas in Spanien. Ja, genau. Dann habe ich alle Artikel, die dem ATC-Code zugeteilt sind und in Spanien verfügbar sind. Das wären die internationalen Fertigarzneimittel. Jetzt schauen wir jetzt noch die Interaktion an. Die Interaktionen sind im Modul Medikation. Und für die Interaktionen brauche ich einfach Arzneimittel. Da muss ich keine Personalien oder Gesundheitsinformationen hinterlegen. Da will ich einfach die Arzneimittel untereinander checken. Wenn ich auf Medikation klicke, bin ich direkt im Tab E-Medi-Plan. Also da könnt ihr jetzt so einen E-Medi-Plan erstellen, auch schlussendlich. Aber wir schauen jetzt mal zuerst, wie die Interaktionen funktionieren. Und mögt ihr noch besinnen, ich habe im Produktdetail beim Atorva habe ich das auf Medikation gesetzt. Ich habe den Button geklickt und jetzt haben wir hier das schon drauf. Jetzt kann ich nämlich nur noch das zweite Medikament eingeben, das ich checken will. Klazid, wähle die galenische Form aus mit der Dosierung. Und das Atorva habe ich schon. Dann kann ich hier direkt auf Clinical Decision Support klicken, also CDS abgekürzt. Und dann komme ich auf das Resultat von diesem Check. Und jetzt lasst mich nicht verwirren da von diesen anderen Checks. Das zeigt jetzt so an, weil wir natürlich keine Personalien, also wir haben nicht eingegeben, ob das eine Frau ist, wie schwer das die Frau ist zum Beispiel, oder ob die Person eine Niereninsuffizienz hat, haben wir alles nicht eingegeben. Darum kann es den Check nicht machen. Wir konzentrieren uns jetzt einfach auf die Arzneimittelinteraktion und für das klicke ich hier auf den Check. Dann habe ich so eine Matrixansicht und dann kann ich hier nebenbei weiterlesen. Also ich klicke hier auf die Pfeile nach unten und dann sehe ich hier, aha, das ist kontraindiziert, ich sehe den Auslöser zum Beispiel. Und kann weiterklicken, dass ich auf die Interaktionsmonographie komme. Und kann zum Beispiel die Massnahmen lesen. So mache ich heute den Interaktionscheck. Und der Vorteil ist, in PharmaVista kann ich halt auch nach ausländischen, nach Importprodukten suchen. Colchicin ist so ein Beispiel, oder? Das gibt es ja in der Schweiz nicht. Das funktioniert hier auch in PharmaVista. Ich kann zusätzlich auch die Nahrungsmittelinteraktionen anzeigen. Das ist der Check Nahrungsmittelinteraktion und dann sehe ich, ah, da gibt es irgendwie auch, das ist vorsichtshalber kontraindiziert, habe die Beschreibung dazu und wenn ich weiterklicke, komme ich wieder auf die Interaktionsmonographie, wo ich kann lesen kann, was für Massnahmen kann ich machen oder was muss ich genau unternehmen. Wenn die Kundin oder die Patientin jetzt sagt, ich habe noch eine Allergie, eine Penicillinallergie, dann könnt ihr das auch ganz einfach testen oder checken. Ihr klickt hier mal auf Gesundheitsinformation und dann könnt ihr da die Allergie erfassen. Also ich kann sagen, ja, die Patientin hat Allergie. Klicke hier auf Allergie auswählen. Dann kann ich da gerade Penicillin suchen, wähle das aus, übernehme das und dann habe ich hier jetzt die Allergie hinterlegt. Und die Patientin nimmt noch Floxapen, gebe das noch ein, wähle es wieder aus.
Und dann mache ich erneut Klick auf CVS. Und jetzt sehe ich hier, jetzt habe ich hier einen weiteren Check, was er gemacht hat, Wirkstoffallergie, wähle den aus. Und dann sehe ich hier wiederum die detaillierten Informationen. Also ich habe hier nachher den Auslöser und dass man muss beachten muss, bei vorliegender Penicillinallergie. So könnt ihr ganz einfach noch gerade eine Allergie checken. Hier ist einfach noch daran zu denken, bei den Wirkstoffen oder bei den Hilfsstoffallergien, respektive, die sind ja erst seit dem 1. Januar 2019 deklarationspflichtig, die Hilfsstoffe. Das kann natürlich sein jetzt, das ist die Übergangsfrist, dass noch nicht alle Hilfsstoffe deklariert sind. Und dann ist natürlich hier bei den Hilfsstoffen noch Vorsicht geboten. Also da müsst ihr aufpassen, je nachdem, wenn es noch keine Hilfsstoffallergie anzeigt, heisst es noch nicht hundertprozentig, es gibt keine Hilfsstoffallergie. Das ist, weil das noch nicht muss deklariert werden, das ist eine Übergangsfrist von 5 Jahren. Wenn ich hier noch die nächsten Tabs anschaue, dann kann ich, das ist für die Apotheker relevant, ich kann einen Polymedikationscheck machen, zum Beispiel direkt, oder ich kann ein Linda-Formular ausfüllen, das ist schon für Apotheker denkt, wenn sie ein Arzneimittel abgeben, wo rezeptpflichtig ist, wo sie aber ohne Rezept abgeben, dass sie das neu hier können dokumentieren. Jetzt haben wir noch kurz Zeit, jetzt würde ich euch nämlich noch zeigen, wie ein kompletter also CDS-Check funktioniert. Und dass wir hier jetzt nicht alles von Hand müssen ausfüllen, all die Informationen, tue ich einen Mediplan aufladen gerade. Also ich habe hier über Import-Scan, das könnt ihr selber dann auch ausprobieren, das ist bei euch auch hinterlegt. Klickt ihr da drauf, dann tut es nach dem CH-Med-Code reinladen und dann klickt ihr auf OK. Jetzt hat es mir all die Daten aufgeladen. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, das Geschlecht, Gesundheitsinformation, also Gewicht, Grösse, ob es ein Leistungssportler ist oder nicht, das kann ich hier nachher auch noch selber anpassen, wenn es plötzlich ein Leistungssportler ist, die Leberinsuffizienz und so weiter. Und jetzt habe ich alle Daten hinterlegt. Und es lädt mir auch gerade alle Medikamente auf, die auf dem eMediplan drauf sind. Die Dame muss ziemlich viel reinnehmen. Und da ist jetzt natürlich wichtig, dass ich den CDS-Check mache. Dann klicke ich hier drauf. Und jetzt habe ich hier wirklich alles, was wir können checken konnten, zeigt es mir an. Und ich sehe hier, es ist ein Filter gesetzt. Das kann ich selber umstellen. Aber wir wollen ja nicht, dass wir ein Sauer-Alerting haben, sondern das setzen wir automatisch den Filter. Ihr könnt aber rausnehmen, dass ihr alles seht und dann seht ihr auch die, die keine Probleme machen, die grünen Zeichen zum Beispiel. So kann ich dann wirklich den Check über alles machen. Und wenn ich jetzt den eMediplan erstellen will, dann kann ich sagen, ich bin wieder hier auf dem Icon eMediplan, dann kann ich sagen, Export drucken. Dann stellt es mir ein PDF. Und jetzt habe ich hier den Mediplan. Mit allen Informationen, Gesundheitsdaten und die Arzneimittel, die auf diesem Mediplan drauf sind. Sehe ich hier mit der Beschreibung, mit dem Grund von der Einnahme. Das ist patientenfreundlich geschrieben. Es steht nicht Hypertonie, sondern Bluthochdruck. Dass eben der Patient auch versteht, genau für was dass er das muss einnehmen muss. Dann kann ich den Mediplan ausdrucken und dem Patienten weitergeben oder ich kann ihn weitermailen und so weiter. Oder ich kann ihn natürlich lokal abspeichern, für das nächste Mal, dass er wieder aufladen kann. Das wäre jetzt Modul Medikation. Jetzt würde ich euch noch gerne den Hilfe-Button erklären. Wenn ich da draufklicke auf Hilfe, dann komme ich direkt hier auf die Hilfe-Funktion. Und habe hier unterschiedliche Sachen, wo ich etwas Sachen lernen kann. Also ich habe am Anfang gesagt, bei den News hat es so eine interaktive Folie. Da kann ich da draufklicken. Und dann kann ich jetzt hier eben schauen, was beinhaltet all die News.
Als Arzneimittelsicherheit klicke ich einfach drauf, dann sehe ich, was das für Mitteilungen beinhaltet und habe hier auch jeweils ein Beispiel hinterlegt. So könnt ihr lernen, was das genau beinhaltet. Wenn ihr die Medikation im Detail lernen wollt, also was ist ein CDS-Check oder ein Emediplan, dann habt ihr unter E-Medikation hier E-Learnings zur Verfügung. Die sind kostenlos. Dann könnt ihr da mal, wenn ihr eine ruhige Zeit habt, könnt ihr schauen, wie erstellt ihr genau einen Mediplan oder einen Clinical Decision Support Check, was braucht es alles für Informationen, dass ich eben diesen Check durchführen kann. So habt ihr hier unter dem Hilfe-Button die Sachen, die ihr lernen könnt.